Tag 3. Ich bin noch dabei. Ich mache einen Spaziergang mit Hexenschuss, watschle hier durch die Altstadt. Das ist übrigens die Strecke, die ich damals bei dem Heusenstämmer Kirchenlauf gelaufen bin. Ja. Die Wege sind immer die gleiche. Meine Kondition ist immer eine andere. Wenn man jetzt meckern könnte, es regnet hier in Strömen. Jetzt könnte ich meckern, mir tut der Rücken weh, mein Bauch ist schwer, meine Füße tun weh. Es regnet, lalalala. Aber das tue ich nicht. Stattdessen sage ich mir, hey, ich freue mich, dass ich überhaupt rausgehen kann, dass ich das spüren kann, wie nass die Welt gerade ist und dass es mir noch so gut geht. Ihr müsst immer die andere Seite sehen, nicht die negative, die positive. Selbst in einem Wiesenzustand gibt es jede Menge positive Seiten. Und allein halt, dass ich dieses Abenteuer beginnen kann, das ist schon eine sehr gute Sache. Die ersten Tage einer Saftfastenkur ist eine Zeit des Umdenkens, des Umlernens. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt möglichst perfekt gesund isst. Es geht darum, dass du, wenn du das anfängst, dich mental umprogrammierst. Ich merke das jetzt, gerade abends ist der Essdruck bei mir schlimm. Ja, weil ich es gewohnt bin, abends nach getaner Arbeit mir dann irgendwas Leckeres zum Essen zu machen. Und dann bin ich schwer, fühle mich wohl. Kann schön wegpennen oder halt gammeln halt, ne? Und jetzt ist das durch den Saft ersetzt worden. Der ist zwar auch gut, aber der macht mich nicht träge. Also ich habe jetzt gerade den dritten Tag bei mir und jetzt schon ist die Energie größer geworden. Also ich bin nicht mehr so verplant, verpennt. Es ist zwar nur ein kleines bisschen besser, aber schon ein Unterschied. Und mein Kopf sagt mir, hey, das ist ein unnormaler Zustand, du sollst nicht so wach sein. Also, nimm irgendwas, kau drauf rum, beiß es und so, ne? Und iss es, weil du das letzte Jahr doch auch so gemacht hast. Ja, und dem darf man auf keinen Fall nachgeben. Weil es geht nicht darum, diesen Moment des Ruhigstellens zu genießen, sondern es geht darum, langfristig den Körper und den Geist wieder zurück in den Fokus zu bringen, in die Normalität. Und ich werde mir jetzt jedes Mal, wenn mir das passiert, dass ich halt so einen Essdruck bekomme, immer wieder mental vorstellen, was ich eigentlich will. Will ich denn essen? Nur im Moment. Aber will ich weg von dem Fett? Auf jeden Fall. Und das langfristig. Will ich hin zum aktiven, zum energiereichen Leben, ja? Wieder 1000 Videos drehen, ohne dass ich gleich schlapp mache. Ja, auf jeden Fall. Und das Ziel, sich am Anfang fest vorzustellen und jedes Mal einzusetzen, wenn das kommt, was ich vom Ziel abbringen will, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade zum Start. Ja? Überleg dir, warum du es machst. Ja? Ich überlege es mir immer wieder. Dieses Schnaufen muss weg. Die dicken Backen müssen weg. Alles muss weg. Ich sehe den Tickwar, den dünnen, den fitten, den agilen, der wieder rumjoggt, Spaß hat und der mal kurz lacht, wenn er irgendwie was Fettes zum Essen sieht und es nicht isst. Es ist nur eine Frage der Zeit. In meinen alten Videos habe ich auch immer diese Erkenntnis immer gehabt. Diesmal kommt sie früher, wahrscheinlich weil ich so erfahren bin. Es ist nur eine Frage der Zeit. Einzige, was du machen musst, dabei bleiben, beständig. Gut. Oh Gott, jetzt ist es richtig nass. Herrlich. Ich brauche mir die Dusche heute. Super Wetter. Ich freue mich so rausgegangen zu sein. Sport lässt einen nicht nur schwitzen. Sport kann man ganz schön nass machen. Ach, ist das hier verdammt feucht, das Wetter. Auf der anderen Seite hätte ich auch schneien können. Das wäre wahrscheinlich auch schlimmer gewesen. Also, ich beklage mich nicht. Wirbelstürme gibt es auch noch keine hier. So, da bin ich wieder. Puh, ich habe die Legria kurz mal weggesteckt, weil mir aufgefallen ist, dass sie gar nicht wasserdicht ist. Und die war schon klatschnass. Aber zum Glück läuft sie noch. Die hat echt schon einiges mitgemacht. Okay, ihr habt mir viele Fragen gestellt. Die werde ich alle noch beantworten. Ich will so ein paar Videos machen, unter anderem zu einem Mädchen,
die Saftfasten oder besser gesagt normales Fasten abbrechen musste. Ich weiß nicht genau, was es jetzt war, aber ich werde darauf antworten, weil mir ist Ähnliches passiert. Und natürlich auch zu meinem Angel Juice Entsafter. Da werde ich euch mal zeigen, wie das Ding nun langfristig wirklich funktioniert. Okay, die Sonne kommt bald wieder raus. Sehr gut. Und ich habe meinen Marsch so gut wie geschafft für heute. Gut, wir hören uns bald wieder. Liken, abonnieren bitte und kommentieren, ja, und Glocke klicken. So, bis zum nächsten Mal, ne? Tikva auf Saftfastentrip aus.